Jo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist wunderschön, heute ist Kodomo no Hi, Tag der Kinder oder des Kindes. Oh, sorry, Alter. Wir sind zusammengestoßen. Oh nein. Heute ist der Tag des Kindes und am Tag des Kindes gibt es so ein paar Feste. Und wir gehen jetzt mal zu einem so einem Fest. Und das möchte ich euch natürlich auch zeigen, was da so alles abgeht hier auf so einem richtig japanischen Fest. Aber es ist die kleinere Version. Im Oktober gibt es die ausführliche Version sozusagen, ne? Die große Version von diesem Fest. Da werden wir dann wahrscheinlich auch hingehen. Jetzt geht es aber erstmal. Heute ist nur für Kinder. Also ja. Kinder tragen diese, wie heißen die eigentlich, die Dinger, weißt du das? Mikoshi. Das sind so, das werden wir euch gleich alles zeigen, wie diese Dinger getragen werden. Das ist echt hart, weil das ist ein Berg, wo das Fest ist und die tragen das Ding dann im Berg hoch. Aber ja, werden wir euch auf jeden Fall alles zeigen und dann gucken wir uns das mal an. こんにちは。こんにちは。今年はね、新しい天皇様がこれについて、まだいつか、これについて、まだ5日で非常にめでたい時にね、この古代語祭りが行われる、素晴らしいですね。 Jetzt auf dem Fest, ihr habt ein bisschen schon die Eindrücke gesehen. Jetzt kommen auch direkt schon die Wagen. Oh, ich habe gute Zeit aufgenommen. Ich zeige euch am besten direkt erstmal die Wagen. Was machen wir gerade? Wir warten auf Kakigori. Kakigori, ja. Wir kaufen jetzt Kakigori, das ist Shaved Ice und da bin ich mal gespannt. Beziehungsweise wir haben eben schon gegessen. Ich liebe es, ne? Schmeckt richtig gut, oder? Ist dein Lieblingsessen. Dein Lieblingsessen. Yay, Eila, yay, woo. Das war sozusagen das Fest. Also die machen da jetzt noch ein bisschen, aber wir haben alles gesehen und haben jetzt noch diese Kakigori, dieses Shaved Ice gegessen. War sehr interessant mal wieder. Es war nicht ganz so voll, zum Glück, weil die richtigen Feste im Sommer, da werde ich versuchen, euch mitzunehmen. Aber da schiebt man, oder im Herbst, da schiebt man sich nur durch. Aber auch bei den Feuerwerken, ne? Also im Sommer gibt es viel so Hanabi-Taikai, nennen die das. Das ist so ein Feuerwerk. Feuerwerk singen. Nächste Woche. Genau, nächste Woche gibt es hier auch sowas. Da wollen wir auch hingehen. Ne, diese Woche, oder? Ist es nächste Woche? Diese Woche? Elfter. Elfter, ja, am 11. Keine Ahnung, diese oder nächste Woche. Da wollen wir natürlich auch hingehen und euch das auch zeigen. Aber da schiebt man sich wirklich richtig durch. Da hat man kaum Platz, irgendwie zu atmen, einen Schritt nach links oder rechts zu machen. Da wird sich einfach nur durchgeschoben. Die sind schon krass dann. Das ist schon echt richtig, richtig heftig. Aber hier, das heute ging noch, war sehr schön, fand ich. Es war auch ein relativ kleines Fest. Es waren nicht ganz so viele Buden da. Bei den großen Festen, da gibt es dann noch richtig viele kleine so Spielchen, die man machen kann. Da mussten wir mal kurz stoppen. Jetzt sind wir aber wieder auf dem Weg. Wir gehen jetzt noch nach Hause und dann gehen wir ein bisschen einkaufen noch fürs Abendessen heute Abend. Dann ist der Tag auch schon wieder fast vorbei. Es gibt noch einen Livestream gleich, Samstag, Sonntag, immer 13 Uhr, wisst ihr Bescheid. Da hinten sind Mayu und Aida, die beiden. Es ist wieder sehr warm, oder? Wie findet ihr es? Warm, oder? Schon ziemlich warm. Jetzt geht, sagt Mayu. Ich find's warm. Mir ist immer warm hier, wenn du in der Sonne bist, ist sowieso noch mal warm. Was? Echt? Ja, klar schwitzig. Ist warm, Mann. Ist ziemlich heiß. Ja, natürlich. Warm ist das nicht. Ja, doch. Also ich finde es schon sehr warm.
Aber ja, so ist das eben. Ne? Die Körper von den Japanern sind ein bisschen anders. Die schwitzen, glaube ich, schneller und dadurch nicht so stark. Und bei uns dauert das ein bisschen, bis es rauskommt und dann aber heftig, so ungefähr. Das ist zumindest mal die Erklärung, die ich gelesen hatte. Ja, das werden wir jetzt noch machen. Ich hoffe, es war ein schönes Fest für euch. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Eindrücke von so einem japanischen Fest am Tag der Kinder mal geben. Das war zumindest das Ziel. Ich hoffe, ich konnte es schaffen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Fest in die Kommentare, was ihr so für Eindrücke durch die Bilder jetzt gewinnen konntet. Wart ihr vielleicht schon mal auf so einem Fest? Was waren eure Eindrücke? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder oder im Livestream, wenn ihr vorbeischauen wollt. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.